Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banished. Wir befinden uns natürlich immer noch in Irwig, wo wir in der letzten Folge eine katastrophale Werkzeugknappheit überwunden haben. Aber jetzt ist alles wieder gut, wie ich das sehe. Jeder hat wieder Werkzeug. Und ich würde jetzt gerne hier die Stadthalle weiterbauen, weil ich mir davon erhoffe, dass es da ganz viele schöne Statistiken gibt. Und ich bin großer Freund von Statistiken, muss ich zugeben. Ich freue mich über Graphen, Zahlen, Daten, Fakten. Das bereichert das immer ganz enorm, wie ich finde. Man behält schön den Überblick und braucht sich dann nicht wundern, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man das möchte. So ein Schaf brauche ich noch. Ich brauche unbedingt mehr Schafe. Vielleicht baue ich auch noch so eine zweite Hühnerfarm, wenn ich noch jemanden über habe. Habe ich aber nicht. Da gibt es kein Eisen. Das Eisen ist gerade aus. Umso scheinbar alles gleich hierher. Ich hatte mir auch überlegt, dann vielleicht Stahlwerkzeuge herzustellen. Dazu bräuchte ich hier noch eine Kohlemine. Aber die Werkzeuge würden dann länger halten. Ich denke, das ist vielleicht gar nicht allzu dumm, wenn ich das so mache. Ah, ich habe noch so viel zu tun. Ich wollte auch schon einen Markt, wollte ich auch schon gebaut haben, aber ich komme ja hier zu nichts. Weil hier immer alles so unglaublich lange dauert. Der hier muss auch unbedingt weiter weg. Hier, den baue ich, glaube ich, gleich mal hinten hin. Über das hier alles statt. So, jetzt hätte ich theoretisch noch einen Menschen frei. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich glaube, ich baue ja noch mal so ein zweites Hühnergehege. Oder auch nicht. Also ein Hühnergehege dürfte ja eigentlich auch nicht allzu groß sein müssen, oder? Das kann man doch bestimmt wieder so ein bisschen übersichtlicher bauen. Gehen das jetzt hier nicht? Nö, warum gehen das nicht? Ah, jetzt hier fängt es wieder an mit Werkzeugen, weil das ganze Eisen hier reinging. Aber wieso konnte ich hier das Gehege nicht bauen? Ach, zu klein. Okay. Machen wir es daneben. Ja, das ist ja noch viel kleiner hier. Ah, gut. Soll mich nicht... Ah, schau mal an. Production. So, ja, das finde ich sehr schön hier. Ein bisschen langsamer, damit ich hier nicht irgendwas Wichtiges verpasse. Ja, Tools ist mir egal. Ja, das sieht doch hier schon mal gar nicht schlecht aus. Oh, das geht natürlich hier nach hinten. Dann ist es gar nicht schlecht, dass ich hier noch so ein... Wieso kann ich denn das nicht heilen? So, was passiert denn jetzt mit denen? Laufen die jetzt irgendwo hin? Ein Schafkar. Oh, guck mal, ein kleines Lamm. Herz allerliebst. Aber wie kriege ich jetzt die Hühnchen hier hin? Die jetzt irgendwie mal hier rüber oder so?
Weil bisher passiert ja noch gar nichts. So, wir laufen jetzt irgendwo hin. So. Der hat einfach keins. So, das müssten wir. Okay. Das ist schön. So, jetzt dauert es ein bisschen, bis die sich hier... Wenn ich ja noch so einen Menschen mal gewinnen könnte, bei mir zu arbeiten. Wie sieht es denn hier mit Steinen aus? Steine sind... Ja, habe ich. Ich baue mal so ein Steinhaus. Wollen ja nicht ewig in so maroden Baracken wohnen. Ah, brauche natürlich Eisen. Eieiei. Ich baue unbedingt mehr Nahrung. Oh, und einer ist gestorben. Kann man es glauben? Da, es waren mal 45. Hoffentlich ist er hier gestorben. Richtig schlecht wäre hier von einer gestorben wäre. Ja, die Hühner vermehren sich auch relativ schnell. Das gefällt mir gut. Ja, Food brauche ich unbedingt mehr. Mehr Nahrung. Ganz wichtig. So, was gibt's denn alles? Wenn ich jetzt wüsste, was Squash Seeds sind. Ich glaube, ich kaufe vorsichtshalber mal ein paar Kirschen. Nee, 200. Quatsch, eigentlich 200. 50 sind 200, sind 75 300, 82 und ach 84, dann zahle ich halt mal ein bisschen zu viel. Und gucke, ob das im nächsten Schritt dann. So, mal. Corn Seeds, die brauchen wir einmal. Okay, cool, warte ich los. Ihr habt euch auch schon mal schneller vermehrt. Gibt's dafür auch Kraft? Aber ja, auch keine Kinder hier. Der ist einfach erwachsen geworden. Da ist einer gestorben. Ach. Ist ja cool. Die sollen mal herkommen, die Nomaden. Ja, Brennholz brauche ich scheinbar auch noch mehr. Ja, Firewood. Low. Das ist nicht gut. Nicht ändern. Ja, natürlich typisch, dass der hier nicht hinpasst. Wenn ich drehen, wie ich will, das passt nicht. Da ist ja auch so ein Feld. Was hätte ich gesagt? So ein doofes Feld, aber es ist ja natürlich ein ziemlich gutes Feld. Ja, komm, dann machen wir dich hier daneben. Hoffentlich kommt dann im Frühjahr mal jemand. Das Feuerholz war wahrscheinlich so leer, weil ich das so viel verkauft habe und der neues geholt hat. Aber sei es drum.
Na, zumindest das hier läuft. So. So viele Leute brauchen wir eigentlich auch nicht. Drei reichen. Wir machen hier einen rein. Das hier ist noch voll besetzt. Das sollten wir machen. Ja, ich gehe das gerade an in Sachen Food. Too small. Okay, man kann keine dünnen langen Felder anlegen. Das wäre nämlich schade. Ja, weg damit. So, die Hühner haben sich irgendwie schneller probiert. Dann wäre das irgendein Grund. Na, ich glaube, als nächstes gebe ich hier mal so einen Markt, glaube ich. Oh, ist er groß hier. Den baue ich vielleicht sogar hier so daneben. Na, hoffentlich bin ich nicht, dass wir jetzt nicht wieder in die Bredouille mit dieser Werkzeuggeschichte. Medizin könnte ich vielleicht. Ich weiß ja nicht, was ist denn hier teuer? Schade, dass ich den Wert nicht. Schauen wir mal hier. 5. Die kann ich entbehren. Und hoffentlich sind die relativ teuer. Hier, okay, warum ist das noch nicht so weit wie das hier? Ruhig mal 1000. Können hier nämlich schön hacken. Wir können hier ruhig mal 600. Dann holen die nämlich jetzt 400 ab. Die können schön weiter mal lösen. Eisen geht jetzt alles hier rein. So ein Händler wäre jetzt mal richtig gut. In meinem bestellten Getreidesamen. War doch, glaube ich, Getreide. Es ist Herbst. Das sieht man hier auch an den Bäumen. Fällt mir jetzt erst auf, dass man das tatsächlich hier... Das will ich jetzt noch fertig sehen. Ja, komm, kommt mal hin. Feuerholz habe ich. 7. Oh, dieses Jahr gab es auch nicht so viel Nahrung hier. Mal hoffen, dass wir nicht verhungern. Jetzt müssen wir tatsächlich hier Leder essen. Ich glaube, ich baue hier auch noch so eine Sammlerhütte. Weil das wurde ja im Tutorial empfohlen. Dann ruhig mal hier hin.
Weg natürlich auch. So. Und eine Brücke baue ich ihm mal, damit er hier auf die andere Seite kann. Ja, Nahrung ist gering, ich weiß. Wenn es nach mir ginge, hättet ihr ganz viel Nahrung. Aber ich habe hier nichts zu entscheiden. Und die sterben alle wie die Fliegen. Ja, ich will das aber schaffen hier. Nicht, dass die jetzt alle hier zugrunde gehen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wo ist der denn eigentlich gestorben? Davon können wir auch mehr benutzen. 500. Feuerholz haben wir. Ja, das reicht. Haben wir hier noch 100 mehr. Ich muss ja den guten Mann bezahlen mit seinen Sämereien, wenn er denn tatsächlich mal kommt. Ach, die haben sogar einen eigenen Brunnen. Oh, irgendwie Kleidung? Ja, ich wollte schon sagen, hab doch wieder bombig viel Kleidung. Jetzt fehlen wieder Werkzeuge, weil er hier nicht ein Eisen hatte. Ich brauche unbedingt mehr Rohstoff, das hilft alles nichts. Und mehr Nahrung. Wieso wird hier jetzt nicht geschlachtet? Okay, er hat geschlachtet. Ach, hier muss wohl auch wer arbeiten. Ist natürlich nicht so schön. Oder ist das einfach nur so ein Lager für alles? Ja, sieht so aus. Und Nahrung, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aber es fehlen mir Leute. Ich muss die Eisenproduktion noch ein bisschen zurückfahren, um mehr Leute einzustellen. Hat. Ja, hat vielleicht jetzt endlich mal die Dings dabei, die ich bestellt habe. Die muss ich kaufen, sonst sterben sie mir alle weg. Und das auch essen? Stimmt. Feuerholz habe ich eigentlich genug. 194. Trade. Aber meine... Das war ein anderer Händler, ja. Bitter. Ach, das sind ja gar nicht ganze Hühnchen, das ist ja nur Hühnerfleisch. Gut, dann mach dich los. Da arbeitet überhaupt keiner und die arbeiten dann hier. Da haben sie einfach alle, nicht alle. Hier müsste irgendwann auch noch mal jemand arbeiten. Ah, dafür brauche ich mehr Leute. Mehr Leute brauche ich. Gut, ich denke, ich mache in der nächsten Folge weiter und stelle erstmal so ein bisschen die Nahrungsmittelproduktion sicher. Weil sonst komme ich hier, glaube ich, wirklich auf keinen grünen Zweig. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin.